1 Euro versus 10 Millionen Euro Auto. Wir haben verschiedene Autos getestet, von einem 1 Euro Auto bis hin zu einem Wasser Lamborghini für über 1 Million Euro bis hin zu einem Bugatti für 10 Millionen Euro. So Leute, jetzt sind wir hier im Toys R Us auf jeden Fall, Leute. Den gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Und jetzt schauen wir mal hier nach einem 1 Euro Auto. Mal schauen, ob wir dort was finden. So Leute, wir haben hier die Hot Wheels am Start. Ihr seht es, Alter, das ist natürlich das perfekte 1-Euro-Auto. Und wir haben hier sogar einfach einen vergoldeten, Digga. Alter, ist der krank, Leute. Der Motor guckt hier so raus. Den nehme ich eventuell. So Leute, ich habe das krasseste 1-Euro-Auto gefunden. Und zwar hier einen Lamborghini, Leute. Ihr seht, Alter, der sieht richtig krass aus. Der ist direkt von Lamborghini. Den kaufe ich mir auf jeden Fall. Mega, mega krank. Den werde ich gleich testen, Leute. So, Leute. Toys R Us auf jeden Fall. Es hat hier schon geschlossen und wir können jetzt einfach mal hier unten drunter durchsteigen. Oh mein Gott, Leute. Der Laden hat einfach schon zu. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Wir haben jetzt noch den Lamborghini gekauft und den werden wir jetzt mal hier direkt testen. Leute, der ist so geil, der Lamborghini. No joke. Finde ich übelst krass. Oh mein Gott, den muss man hier abschrauben, Bro. Was ist das denn? Hä, Bro, woher soll ich jetzt einen Schraubenzieher bekommen? Leute, wir kommen jetzt zum 500-Euro-Auto und zwar, ihr seht schon, dafür bekommt man hier einfach mal ein ganzes Kart. Alter, ist das krass, Leute. Ich muss das mal, glaube ich, kurz testen. Richtig krass, das hat sogar einen Motor. Das kann ich natürlich jetzt nicht hier anmachen, Leute, weil ich kann das jetzt hier leider nicht kaufen. Aber das ist ultra krass, würde ich sagen. Wir kommen zur nächsten Preisstufe, Leute. So, Freunde, ihr wisst, ich habe auch einen 500-Euro-Mini-Lamborghini, mit dem ich öfters herumfahre. Damit bin ich schon, zum Beispiel schon mal durch den McDrive gefahren, habe krasse Stunts auf Stuntparks gemacht und vieles mehr, Leute. Also, Leute, als nächstes sind wir hier vor dem Big Boss Laden. Leute, das ist eine richtig krasse Autovermietung hier in Dubai. Also checkt unbedingt mal ab. Und hier steht schon der nächste Wagen. Der kostet 500.000 Euro. Ihr wollt bestimmt alle wissen, was ist das für ein Wagen. 3, 2, 1, let's go! Lamborghini Aventador S, Leute, in Gelb. Schaut ihn euch mal an, wie krank dieser Wagen wirklich aussieht, Leute. Mein absoluter Traumwagen in meiner Lieblingsfarbe für Lambo, in Gelb. Ich finde, das ist in Abstand die krasse Farbe. Leute, schaut euch mal an, wie geil der ist. Mit den Flügeltüren. Alter, ist das krank. Ich zeige euch einfach mal hier die andere Seite. Kommt mal mit. Leute, der kostet auf jeden Fall 500.000 Euro und das ist die nächste Preisstufe. Wir werden ihn jetzt fahren natürlich, keine Sorge. Leute, absoluter Traumwagen hier. Wie gesagt, geisteskrank heftig. Checkt unbedingt Big Boss ab hier in Dubai. Kannst du mal den Plan zeigen. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein. Du kannst auf die Beifahrerseite. Mein Gott, Leute. So Leute, meine Freundin steigt jetzt auf jeden Fall auch mal kurz ein. Leute, auch innen meiner Meinung nach sieht der Wagen anders geil aus. Schaut euch mal hier an, wie das aussieht von der Fahrerperspektive. Leute, der Wagen hat fast 800 PS. Es ist ultra heftig, der Wagen. Wir werden natürlich jetzt als nächstes den Wagen mal ein bisschen testen. Ich bin ja schon mal ein Lambo gefahren, also ich weiß schon so ungefähr, wie man den fährt. Ich würde sagen, Tür einmal zumachen bei dir, ne, auf der Seite. Und zack, sehr gut. Okay, Leute, dann natürlich auch nochmal bei mir das Ganze. So, und wir schnallen uns einmal an, Leute. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, was ich dafür bezahlt habe. Zum Mieten, natürlich habe ich den nicht gekauft. Okay, war noch mal ein bisschen leiser, Leute. Aber wir gehen gleich auf jeden Fall hier in den Corsa-Modus. Keine Sorge. Oh mein Gott, jetzt geht es auf jeden Fall los. Alter, wir sind jetzt hier im Lamborghini Aventador, Leute. Oh mein Gott, und Leute, da kommt schon der nächste gelbe Lambo. Alter, das ist einfach mein Bruder. Moin, was geht, Digga? So Leute, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein hier mit dem Hochfahren. Leute, gleich geben wir natürlich ein bisschen Gas, weil wir können. Stopp, das ist eine Kurve, Leute. Wow. Eieiei, Leute, das ist immer aufregend, sage ich euch ehrlich, ey. Stopp, stopp. Wow. Ey Leute, ihr müsst unbedingt mal einen fetten Like da lassen, wenn ihr auch Lamborghini feiert und auch mal so einen Wagen später haben wollt. Leute, kleiner Spoiler, in meinem eigenen Buch geht es auch darum, wie jemand ja ein großer YouTuber geworden ist, ein kleiner Junge. Und kleiner Spoiler, vielleicht hat er es ja auch geschafft, einen Lamborghini zu bekommen. Aber ich würde sagen, Leute, wir kommen als nächstes zum 1-Millionen-Euro-Auto, weil das wird euch komplett weghauen. Jetzt kommen wir zum 1-Millionen-Euro-Auto, Leute. Und zwar seht ihr schon, es ist einfach mal ein Auto, das auf dem Wasser fahren kann. Es
ist ein ganz normales Auto, man kann es ganz normal auf dem Wasser fahren, Leute. Leute, es ist geisteskrank schnell, 200 km/h auf dem Wasser kann das fahren. Es ist extrem heftig, Leute. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum großen Finale. Let's go, Leute. Alter, Leute, schaut euch mal an, wie krank das aussieht. Es hat einen richtig fetten Motor, Auspuff für alles, das Auto. Aber wir bekommen jetzt ein noch schnelleres, Leute. Also, Leute, hier ist unser Sportwagen. Da werden wir jetzt auf jeden Fall reinsteigen und auf dem Wasser brettern. Leute, lasst mal einen ganz fetten Like dafür da. Also, Leute, let's go. Wir starten. Wow. Okay. Oh mein Gott, Leute, es geht nach vorne. Okay, Leute, oh mein Gott, ist das krank. Wir fahren einfach in einem Lamborghini auf dem Wasser. Oh mein Gott. Hier seht ihr noch ein paar coole Bilder von dem Wasser-Lamborghini, Leute. Natürlich seht ihr hier nicht meine Freundin, aber hier bin ich auf jeden Fall ordentlich auf dem Wasser rumgefetzt. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. So, Leute, wir sind bei der 5 Millionen Euro Preisstufe angekommen und hier haben wir auf jeden Fall den Lamborghini am Start. Der ist von 2021, also ein relativ neuer Lambo. Sian, also auch ein sehr, sehr seltener. Einer von 63, sehr streng limitiert. Schaut euch einfach mal dieses Heck an, Leute. Das ist zu krank, sage ich euch hier. Also einfach nur heftig, Leute. Extrem, extrem geil. Also no joke. Das ist, glaube ich, bisher mein Favorite Lambo. Und der kostet, wie gesagt, 5 Millionen Euro. Also geisteskrank heftig, Leute. Und Leute, hier haben wir den 5 Millionen Euro Bugatti. Ihr wisst Bescheid, Leute. Komplett in blau. Alter, ist der auch heftig. Oh mein Gott, Digga. Ihr seht es hier vorne. Bugatti. Oh mein Gott, der ist übrigens verkauft, ihr seht es. Das heißt, jemand hat wirklich diesen Preis bezahlt. Ungefähr 10 Millionen Euro kostet der, habe ich ihn eben gefragt, Leute. Dieser Bugatti, 10 Millionen Euro. Also absolut kranke Wagen, die hier rumstehen. Das ist extrem, extrem heftig. Leute, also ihr müsst mal echt einen fetten Like für dieses Video da lassen. Es ist so krank, was hier alles rumsteht, Leute. Total krank. So, Leute, wir kommen jetzt zu einem 15 Millionen Euro Lamborghini, der bereits verkauft wurde. Ich zeige ihn euch jetzt auf jeden Fall mal hier von außen. Und zwar ist das einer der seltensten Lamborghinis, die es überhaupt gibt. Schaut euch den mal an, Leute. Das ist übrigens kein Witz. Ich habe hier nachgefragt im Store, 15 Millionen Euro. Alter, schaut euch mal dieses Biest an. Der ist auf jeden Fall auch sehr teuer, 6 Millionen Euro. Aber der hier 15 Millionen Euro, Leute. Das ist der teuerste Wagen aus diesem ganzen Geschäft. Natürlich darf ich mich da nicht reinsetzen, aber ich wollte ihn euch unbedingt zeigen. Also ist absolut krank, Mann. Hier seht ihr auf jeden Fall, wie er von innen aussieht. So verrückt, Leute. Es ist einfach nur verrückt, sage ich euch. Schaut euch das mal an. Komplett aus Carbon, Leute. Der ganze Lamborghini. Komplett aus Carbon. Sehr, 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 sehr heftig, Leute.